was. Hammerwetter, ja. Ich schwör's dir. Kann das nicht immer so schön sein, Halafet? Hä? Könnte. Ey, wie findest du meine neue Brille? Sehr schön. Hat Jumabe mir geschenkt. Ja. Mein TÜV-Prüfer. Küss. Bisschen Schleichwerbung hier. Danke, Jumabe. Da soll man mal sagen, dass die TÜV-Prüfer nicht cool sind. So, was machen wir? Was ist los? Hä? Was machen wir? Weiß ich nicht, wieso. Ich schlag was vor. Meinst du, hier sollen wir unser neues Projekt vorstellen? Hä? Ja. Warum zitterst du? Was ist los mit dir? Ich will auf den Knie. Also, wenn ihr das sehen würdet, ne? Was zitterst du, Alter? Ich will auf den Knie. Ja, da sitze ich doch. Mann, ey. Ich brauche einen Kameramann, ey. Ehrlich. Genau. So, was meinst du? Sollen wir unser neues Projekt vorstellen? Ja. Hä? Ja. Meins? Sollen wir machen? Ja. Dann lass es. Dann lass es. Komm, komm, komm. Ich bin okay. Komm. Willkommen bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten ein neues Projekt. Es wird ein Low-Budget-Projekt. Es wird neu sein. Natürlich gibt es tausend solche Projekte. Aber es gibt kein Projekt, wo die von Anfang bis Ende ihr dabei seid. Ne? Das heißt, die erste bis zum letzten Schraube wird ihr dabei sein. Ne? Ich versuche das auf jeden Fall. So, was für ein Projekt? Was machen wir? Was haben wir? Also wer mich schon mittlerweile kennt, er weiß, Yunus, der tickt nicht richtig. Er hat immer so behinderte Ideen. So, wir nehmen einen Lupo. Lupo, ein Liter, kennt ihr? Leistungsstark, von 0 auf 100, knapp 2 Tagen. Und von 0 auf, ich sag mal, von 100 auf 200, unendlich. Hammer. Auf jeden Fall, das kommt raus. Das kleine bisschen. Also lasst euch nicht täuschen, ne, hier von diesem Luftfilter. Das kommt ab, dann seht ihr, wie klein der Motor ist. Der ist so. So, der Lupo kriegt ja nicht irgendeinen Motor rein. Der kriegt den 1.8T-Motor natürlich rein. Und welcher Buchstabe? A-G-U. A-G-U, boah. Dass er sich das merken kann, das habe ich nur einmal gesagt. Krass. Was für einen Motor machen wir da rein, Raffet? APU. APU? Oder APY. APY, das ist mein Motor, Kollege. Was also? GP, was? GP, super, dass du dich auskennst, super, ne? Nicht, dass der nur zittert, er weiß nicht mal, was für einen Motor wir geholt haben, ne? Ist krass. Warte, GPU. Warte, eine Sekunde. So, auf jeden Fall, AGU-Motor kommt da rein, 1.8T, wie werden den einbauen? In diesem schönen kleinen Lupo. Natürlich werden wir irgendwelche Probleme haben, das ist klar. Wir brauchen ein Spenderfahrzeug, das haben wir auch geholt. Wir haben einen A3 geholt, 1.8T, AGU-Motor. Der Wagen ist komplett, der fährt auch alles super, alles gut. Da ist nichts dran, Motor ist top, AGU-Motoren. Ist ja auch bekannt, dass sie standhaft sind. Ne? Also ist in der Szene sehr, sehr bekannt. Die werden auch sehr, sehr oft genommen für irgendwelche Projekte. Golf 1, Golf 2, Golf 3, was auch immer. AGU-Motoren sind sehr beliebt und ja, wir haben einen AGU-Motor, wir haben ein Spenderfahrzeug. Das Geile ist, es wird ein Low-Budget-Projekt. Das heißt, wir werden alles, was wir hier brauchen können, alles, was wir werden alles hier reinbauen, versuchen alles zu nehmen, so wenig wie möglich auszugeben. Das ist unser Ziel. Ne? Aber, dass das nicht genug ist, wir werden natürlich einen anderen Turbolader nehmen. Nicht der Serienturbolader wird nicht bleiben. Es wird auch kein K04 Turbolader reingehen. Nein, es reicht uns nicht. Dieser kleine Wagen, ihr wisst, 1 Liter Maschine, relativ sehr schwer für 1 Liter. Das Problem ist, wir brauchen irgendwas Stärkeres, so dass der auch vorwärts kommt. Ne? Was wir an Turbolader der kriegt, das wird ein kleines Geheimnis bleiben, weil dazu kommen wir noch auf jeden Fall.
Bestandsaufnahme von den beiden Fahrzeugen ist auf jeden Fall, beide sind super. Der hat ein Problem gehabt. Die Drosselklappe hat ein bisschen gesponnen und der hat einen Riss gehabt an der, sag mal schnell, Lambda-Sonde. Das ist jetzt Emmerich, war ich. Super Leute auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Da war nur ein kleines Problem, Jungs und Mädels, also ihr beiden. Das war nur der Kabel vom Lambda-Sonde war kaputt. Ne? Deswegen, so zum Info. Also der Motor ist top. Der Wagen ist super, der Motor ist top. Also wenn einer den Wagen braucht oder den Motor braucht, kann sich gerne bei mir melden, weil er ist top. So, kommen wir zu dem 1.8T hier. Bei dem 1.8T brauchen wir eigentlich nicht viel sagen. Das Auto ist eigentlich ein Spenderfahrzeug, weil hier werden wir alles abbauen. Alles, wir brauchen alles von dem. Bremsanlage, Fahrwerk, Radlager, Radnaben, alles. Wir werden alles versuchen hier einzubauen, so wenig wie möglich auszugeben. Ne? Das ist unser Ziel. Und ja, und wir nehmen euch auf jeden Fall mit, wie wir den Motor auseinanderbauen, wie wir den Motor anpassen, ob wir was schweißen müssen, ob wir Halterung schweißen. Egal, wir nehmen euch bei allem mit, wie wir den Steuergerät umbauen, alles. Ne? Da wird nichts geheim bleiben und das ist das Geile. Wir werden nichts geheim halten, wir werden alles zeigen, was wir können. Natürlich werden wir Probleme haben, das ist klar, das ist nicht Plug and Play. Das ist schon ganz anders als hier wie bei meinem A3. Da ist ja auch nichts Plug and Play, aber hier wird es nochmal eine Nummer schwerer. Ne? Deswegen, ich freue mich auf die Herausforderung. Freut euch auf geile Videos. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Schöne Grüße an Matthias. Das Auto ist auch geil, das Auto ist Bombe. Nur die Kupplung, die rutscht. Warum wohl? Guck mal die Reifen an, hinten sind die neuwertig. Ja, Matthias. Matthias hat sich wohl gedacht hier, schöne Grüße an dich erstmal. Hat sich bestimmt gedacht, ich kaufe den Wagen sowieso. Dann machen wir mal, gucken wir mal, wie der erste Gang so reingeht. Und gucken, ob wir 70 schaffen. Der zweite geht ja bis 120. Was hast du dabei gedacht, Matthias? Aber die Kupplung hat noch ganz leicht gehalten, Dankeschön. Auf jeden Fall, schöne Grüße an euch. Auf jeden Fall, beide Autos, beide Besitzer waren super, die haben mir geholfen. Die Autos haben wir echt günstig gekriegt. Dafür vielen Dank. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an euch. Und ja, ihr seid auch gespannt auf jeden Fall, was wir daraus machen. Ne, ich freue mich selber drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Danke nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Fazit.